hier unten durch und dann komme ich in die Werkstatt. Ich habe nochmal eine Runde gedreht, nochmal Sachen in den Recycler geworfen und habe jetzt auch wieder ein bisschen Platz. Kann zum Beispiel hier den Krempel noch einsammeln. Und hoffentlich bin ich dann hier auch bald durch den Raum durch, dass ich hinten mir wieder was herstellen kann. So, da unten sind zwei von den Bots. Ich habe dummerweise nur noch 3 Schuss in der Schotze. Was ist das? Oh, 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 oh. What the fuck? Okay, da ist Radioaktivität. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Oder let me in Ruhe. Ah, da sind sogar 2. Shit. Ich sehe nirgendwo mehr Sachen. Ich könnte meine EMP-Ladung benutzen. Geil, dass die halt wirklich auch richtig sprechen. Das könnte ein Problem sein. Na, hoffen wir mal nicht. Ah, ich bin schon so gespannt, wenn man rauskommt. Arbeitsaufzeichnung eines Technikers. Eintrag 4. Vorbereitende Tests mit einer höheren Fehlerkonstante haben sich als vielversprechend erwiesen. Es ist jedoch schwierig, sie mit dem Fabrikator so hinzukriegen, dass sie steif genug, jedoch nicht brüchig werden. Eine weitere Option wäre es, Fracht von der Erde zu ergattern. Thorsteins Assistent hat aber Adleraugen. Eintrag 4, Nachtrag. Liebes Tagebuch von Clive. Er versucht nur, Mary mit einer Verbesserung ihres Spezialwaffendesigns zu beeindrucken. Selbst wenn er intelligent genug wäre, um ihre Arbeit zu optimieren, würde sie ihn links liegen lassen. Eintrag 4, Nachtrag zum Nachtrag. Ich bin gerade dabei, herauszufinden, wie ich die Reichweite erhöhen kann und halte dich verdammt nochmal von meinen Aufzeichnungen fern, Franklin. Sehr nett. Die Jägerin ist bereit. Also Leute, ich glaube, das Ding ist bereit. Ich nenne es Jägerin Bolzenwerfer. Clive, mir gefällt deine Idee der Kapazitätenspitzen an dem Bolzen. Spitzen an den Bolzen sehr gut. Schickst du mir die technischen Daten, dann arbeite ich sie in den Fabrikatorplan der Munition ein. Naja, shit. Na schön, dann machen wir erstmal den hier. Na, oh, upsala, sorry. Die Explosion war eigentlich nicht so gewollt.
So, also die basteln hier die Nerf-Guns von, was haben wir hier? Hast du dich um die Operator-Verteiler-Logs und die fehlenden Teile gekümmert? Jeder Operator auf der Station muss unbedingt erfasst werden. Ich wende mich auch gleich an Alex, Danielle. Mach das. Liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in Morgans, Clive. Clive, danke für die Rückmeldung. Ich übernehme das von hier an, Dr. Torstein. Dr. Torstein, ich habe die Neuromod-Stempel und Gitter im Fabrikator überprüft und es war alles in Ordnung. Die Komponenten scheinen nicht defekt zu sein. Ich muss daher wohl die ganze Maschine zerlegen. Vielleicht sind ja Egwes Daten schuld daran, dass es ständig zu Ausfällen kommt. Schwer zu glauben, Egwe arbeitet immer sehr sorgfältig, aber wir machen alle mal Fehler. Ich arbeite weiter daran. Möglicherweise lag es auch an der Charge. Wäre im letzten Zyklus nicht auch, waren im letzten Zyklus nicht auch ein paar defekte Elemente dabei? Fragt Clive. Muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass mir der kaputte Verteiler da sofort, wow, sofort wieder Strom reinjagt. Was haben wir hier? Fracht transportieren. Ja. Ach, die CryEngine, die kann auch einfach gut mit Licht umgehen. Der scheint irgendwie elementar aufgeladen zu sein. Wirkte zumindest gerade so. Und wieder ein Neuromod. Sehr schön. Ja, man wird hier ganz gut mit denen versorgt. So ist nicht. Ja, wir holen uns jetzt aber hier erstmal die Steuereinheit. Die muss ja noch irgendwo sein. Wo, wo, wo. Oh, Scheiße. Ja, du bist lustig. Ärztliche Hilfe. Ah, nee, Moment, hier ist ein. Alles Paletti. Jetzt sind wir verstrahlt, aber hoffentlich kann das der Doc hier reparieren. Ah, das macht der dann. Okay. Moment, dann gehen wir mal kurz hier zur Krankenstation. So, damit hat sich das auch erledigt. Heal me. Danke. Ah, okay, das hält nicht ewig. Ah, gut zu wissen.
So, die Werkstatt dürfte jetzt damit dann erstmal sicher sein. Und hinten müsste noch ein Fabrikator auf jeden Fall sein. So, ich schleuse es offen. Das haben wir uns geholt, was es zu holen gab. Achso, hier habe ich den Code. 1, 2, 6, 1. What the fuck? Oh, 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 oh. Hallo Clive, wir müssen die Nachladegeschwindigkeit der Glukanone verbessern. Die Autoren an dem Ding, die Aktoren an dem Ding sind so lahm. Ey, das Zeug macht mich fertig. Irgendwo da hinten war er. Müsste ich eigentlich noch genug Neuromods haben? 6 Stück. Also, entweder ich hacke besser oder ich kann hier mehr tragen oder ich kann hier mehr ins Inventar legen. Oh Mann, das ist aber auch wieder. Machen wir mal erstmal das, weil das einfach auch neue Wege eröffnet und danach kommt dann wahrscheinlich Hacken dran. Hast du so gedacht? Nicht mit mir, Kollege, nicht mit mir. Na geil, jetzt kann ich alles wegheben. Ging jetzt auch recht schnell dahin zu kommen, fand ich. Aber gut, ich hätte halt auch neuromod-technisch andere Wege gehen können, mehr auf Kampf und solche Sachen von Anfang. Aber ich bin eher so ein bisschen so lieber neue Wege und so erreichen, als sich jetzt so krass auf Kampf zu konzentrieren. Das können wir bestimmt später immer noch machen. Und nochmal eine Neuromod. Also hier ein kleines Zimmer gebastelt, ist ja geil. Der Sternenbeuger-Zyklus, Band 2. Der Feind meines Feindes ist mein Feind. Ich glaube, davon, das ist am Ende ein ganzes Buch, weil da gibt es irgendwie Guides, wie man die alle finden kann. Als der Mordrax-Schreischinder vor ihr auf dem Boden zusammenbrach, streckte Mercy ihre Finger, die vom vielen Würgen schon schmerzten. Trevor kam mit rauchender Phasenpistole und schreienden Mordrax auf den Fersen hinter ihr um die Ecke. Mercy grunzte: Ich verstehe es nicht, Trevor. Warum haben Sie mich aus diesem Gefängnis geholt? Ich habe ungefähr 7-mal versucht, Sie kalt zu machen. Trevor antwortete, während er einige Schüsse aus seiner Pistole abgab. Weil Sie die Einzige sind, die mich schon mal fast getötet hat. Ein weiterer Schuss. Und Sie sind die Einzige, der ich vertrauen kann. Wir werden uns das Sternbeuger-Prisma direkt von Fürst Argos Nase schnappen. Direkt vor Fürst Argos Nase schnappen. Mercy konnte nur noch grinsen. Ihre Finger fühlten sich schon wieder besser an. Geil. Also das ist wirklich, das ist auch so eine Sache, das hat mich damals zum Beispiel bei Dying Light so wahnsinnig genervt. Dieses immer die Koffer aufmachen mit einer Taste und dann nochmal drücken, um das einzusammeln.
Also Fallout 4 hatte das ja auch schon, dass du das halt, dass man sehen konnte, was in einem Container drin ist, ohne jetzt vorher schon mal diese Aufmachtaste zu drücken. Das ist auch so ein, weiß nicht, das ist einfach ein Standard, der in diese Art von Spielen inzwischen einfach reingehört. Würde ich jetzt mal sagen. Empfinde ich zumindest so. Hui. Auch das mit dem gedrückt halten der Taste ist super. Leitfaden zu Transtar-Uniformen. Transtar-Uniformen wurden entworfen. Ja, Gott. So, Wirksamkeit der Bolzen. Hi Clive, tut mir leid wegen der ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei, Franklin. Keine Sorge, ist die Katze aus dem Haus. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite was aus und schicke es dir und Mary. Psychotronic-Satellit. Psychotronics-Satellit, könnte man auch sagen. Hallo Franklin, der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kallstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronic-Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es nur so schnell wie möglich, Dr. Torstein. Zwei Dateien, Jägerin-Bolzenwerfer, Daten übertragen. Danke. Bolzenwerfer Munition. Danke. Mary Malinaro. Mary, wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sag es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Hi Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich. Ich habe ein Gerücht über eine neue Pfeilpistole gehört, die Sie sich ausgedacht haben. Es ging auch um ein Assassins-Spiel im Arboretum und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gern dabei. Ja, die halten sich hier scheinbar gut beschäftigt mit dem kleinen Gruscht. So cool gemacht, immer ist irgendwo was. So, hier haben wir jetzt ja eigentlich alles, was wir brauchen. Zu Deutsch, wir können mal schauen, wie viele Neuromods wir jetzt tatsächlich herstellen können. Und dann wird sowas von abgeneuromottet. Das kommt weg, das kommt weg. Anzug-Reparatur-Kits, die schmeißen wir noch nicht weg. Ah, das ist das Antriebssystem. Das ist ja leicht herzustellen. Cool. Gleite zur Frachtplattform. Geil. Das ist ja total geil, was man alles kriegt. An Spielsachen. Oh, da könnte man sogar da oben durchs Dach fallen. Geil. Das ist super. So, das Antriebssystem haben wir. Man kann sogar Waffen-Upgrades bauen. Dann machen wir jetzt aber erstmal Neuromods. Das sind, glaube ich, mit die teuersten. Was mir wahnsinnig fehlt, sind exotische Sachen hier. Die rötlichen sind, glaube ich, exotische Sachen.
oder? Mal schauen. Exotisches Material, ja. Davon habe ich echt zu wenig. Den Rest gibt es ganz schön viel. So, dann schauen wir noch mal. Hier haben wir noch nichts. Hier haben wir auch noch nichts. Drei Neuromods. Was kann man hier... das ist dann die Gesundheit. Also Hacken brauchen wir auf jeden Fall noch, um überhaupt weiterzukommen. Dann haben wir... Waffen-Upgrades sind nichts, was man unbedingt braucht. Reparatur braucht man auch nicht unbedingt. Ein bisschen mehr Platz im Anzug kann man auf jeden Fall gebrauchen. Zerlegt aus seinem Ersatzteil und erhält Ersatzteile von zerstörten Reparatoren. Das ist gar nicht blöd. Das ist aber alles, das hier ist alles eher nice to have. Das macht mir halt das Kämpfen leichter, wenn ich gerne kämpfen will. Hier mehr Schaden ist auch alles nur nice to have. Damit kommt man jetzt keinen Schritt weiter in der Welt. Das ist einfach mehr Lebensenergie. Das ist mehr Ausdauer. Das sind alles Mods, die zuletzt kommen. Allgemeine Geschwindigkeit erhöht. Das ist alles Krempel, was erst später kommt. Vollkommen geräuschlos. Das ist alles Kampfzeug. Nee. Also das können wir hier mal mitnehmen. Zack. Können wir die Bots nämlich auch besser auseinanderbauen. Okay. Das ist echt nützlich mit den Ersatzteilen, die man hier rausziehen kann. Was ist denn die Mondtür? Ach, da brauche ich sogar Reparatur 3. Okay. Dass die... Ach, das ist ein Satellit, der da drin ist. Das ist ein kleiner Sputnik. Und da will... Ah, okay, dafür will man wahrscheinlich dann die Reparatur haben, um das Ding aufzukriegen und sich dann da irgendwas zu holen. Ah, da wäre übrigens noch eine Flasche, noch Propangastank gewesen. Gut. Überleg gerade, was könnte mir jetzt hier noch in dem Bereich fehlen? Eigentlich nichts, oder? Was ist das denn? Ich überlege, ob in dem Tragen noch irgendwo... Moment, bleib mal stehen. Ob mit dem Hochheben noch in irgendeinem Bereich ein Durchgang war, den ich noch nicht geöffnet habe. Aber theoretisch hätte ich dann ja eher doch irgendwie eine Granate geworfen oder so. Also ich tippe mal, dass das durchaus passt. Das eine oder andere Hacking-Ding habe ich noch nicht abschließen können. Sekunde. Weil mir da die Hacking-Fähigkeiten fehlten. Die kann ich auch so schnell nicht kriegen. Was könnte ich denn noch irgendwie... Ich brauche halt mehr exotisches Material. Aber dazu wiederum muss ich Gegner besiegen. Bin gerade ein bisschen... Weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll. Ah, 3 Stück. So wenig, was man da rauskriegt. Was kriege ich denn aus dem... Habe ich nicht noch irgendwas, was ich weggeben kann? Was kriege ich denn da raus? Aber da kriegt man recht viel raus aus einem Köder. Die packe ich mal raus. Da kriegt man wenig von dem. Exotisches Material kriegt man. Ja, wohl, da kriegt man eine ganze Menge raus. Ich
Moment, noch habe ich diese ganzen Zieh-Dinger gar nicht. Oh, 6 Stück. Damit können wir doch arbeiten. Ja, also ich brauche mehr exotisches Zeug, das heißt, ich muss mehr Gegner besiegen. Na gut, dann gehen wir mal in die Schwerelosigkeit. Cool. Also ich finde das Spiel bis jetzt echt super geil. SSD-Festplatte wäre toll. Ach, okay, da kommt dieses Bild her mit diesem Helm. Mikrogravitation. Dein Transtar-Anzug ist mit einem Antriebssystem ausgerüstet, mit dem du den Raumbedingungen des Weltraums trotzt und dich darin fortbewegen kannst. Um in die Schwerelosigkeit zu manövrieren, benutze den Left Stick für einen Vorschub und Left-Stick runter drücken, um diesen zu verstärken. Drücke zum Abbremsen LB und RB gleichzeitig, zum Steigen A und zum B nach unten und Rollen geht mit den Schultertasten. Das ist geil, das ist so geil. Ah, man hat die Waffen dabei, okay. Okay, ich habe nichts. Zum Glück gibt's unendlich Luft. Das würde nerven. Das ist ja so geil. Schon voll geil, dass das alles frei begehbar ist, also die ganze Station und alles zusammenhängt. Ah, das zerstörte Labor. So, irgendwo war noch eine Leiche. Da ist noch eine Leiche. Kann sein, dass ich da gar nicht so hinkomme. Okay. Okay, also man muss echt vorsichtig mit der Beschleunigung sein. Krass. Wow.
Nix wie weg hier. Ist das cool? Na gut, dass ich die Reparaturbots habe. Aber der schwebt doch ein bisschen davor. Ach, das ist nochmal. Ah, okay, das ist nochmal was anderes. Dann war ich zur falschen menschlichen Leiche unterwegs. Ich wollte die da vorne haben. Da steht auch noch Kletka dran. Der alte Name der Station. Cool. Ah, Reparaturbot. Hallo. Muss mich doch bestimmt reparieren, oder? Komm mal her. Danke. Ist das geil? Voll cool. So, und hier gab es die Explosion. Schauen wir doch mal rein. Auf jeden Fall jede Menge Ersatzteile. Okay, was ist mit dem los? Ah, shit. Shit, 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 shit. Das wäre Ihr Preis gewesen.
Ich glaube, das war jetzt hier erstmal alles. Da war nur einer in dem Labor drin. So, er hat es aber nicht jetzt hier selber aufgesprengt, oder? So, der erste Weltraumspaziergang ist beendet und damit auch diese Folge. Macht's gut, ciao!